Hallo ihr Lieben, wir sind wieder dabei, bei Wolfgang eine Sitzung zu machen. Wer die letzten Videos gesehen hat, weiß jetzt, wer Wolfgang ist. Wer es noch nicht weiß, Wolfgang ist sehr begabt in Sachen Ich bin ein Osteopath, ich bin ein Physiotherapeut und ich bin ein Heilpraktiker. Und noch von viel, viel mehr, was ihr gleich sehen werdet. Ich wurde schon behandelt, fühle mich seitdem irgendwie viel aufgerichteter, viel ausgeglichener. Wir waren jetzt schon Salat essen gewesen und jetzt haben wir uns nochmal, Wolfgang ist nochmal bereit erklärt, unseren Freund Moritz hier zu behandeln. Moritz, du fühlst dich eigentlich physisch recht gut. Denkst du jetzt kein großes Problem? Nee, denke ich nicht, aber er hat schon vorher so ein bisschen rumgespielt und drückt dann auch an die Punkte wie bei dir vorhin. Und man merkt sehr gut, an den Stellen tut es einfach weh, obwohl man gar nicht so fest drückt. Das ist nicht so, dass er reingepresst wird, das ist einfach nur so leicht, aber es sind so Schmerzpunkte. Ganz Ich habe sofort die Schmerzpunkte gefunden. Du hast ja hier ein Mikro, da brauchst du dich gar nicht. Gut, dann fang doch mal mit deiner Behandlung an. Ich möchte gerne, dass wir uns ganz kurz seine Fußstellung anschauen. Weil die Fußstellung zeigt, der hat einen Plattfuß, einen Knicksenkfuß, und dieser Knicksenkfuß, der führt dazu, dass bestimmte Irritationen im Fußgelenk, in dem Kniegelenk, im Hüftgelenk, im Bauchbereich und diagonal in die rechte Schulter haben. Ich habe ihn vorhin untersucht, er hat auch eine Einschränkung in der rechten Schulter, er hat ein Nackenproblem, er hat einen Unfall gehabt und er hat ein Kopfproblem. Und bei ihm ist es eben jetzt so, er hat hier oben im Schädel eine Blockade, das kann ich sofort immer fühlen. Und die mache ich ihm einfach weg und dann wird er sich anders hinstellen. Weil das ist ein Problem, das kommt von den Füßen nach oben. Und wenn ich am Kopf die Blockade löse, dann geht es nach unten und dann steht anders da. Dann zeige ich mal was ganz dazu. Du hast ja ein wunderbares Porträt dazu entwickelt. Ja. Das habe ich dann mal zeichnen lassen vor vielen Jahren. Und wir haben auch spezielle Sohlen. Und ich werde das nachher mal kurz zeigen, was man mit diesen Sohlen machen kann. Und wie man da wirklich offiziell richtig gut helfen kann. Ja, und da muss man eben von den Füßen eine andere Position einrichten. Und wenn man das macht, dann funktioniert der ganze Körper anders. Und da ist es eben wirklich so, wie ich es vorhin gesagt habe. Er hat links ein Problem, zeige ich gleich. Er hat im Becken was, er hat im Bauch was, und er hat in der linken Schulter was, rechten Schulter, Entschuldigung, und geht rüber zum Nacken, da hat er auch etwas, und geht hoch zum Kopf. Ja. Du machst zusätzlich Faszien-Yoga als 71-Jähriger. Ja. Was deine Beweglichkeit ist, unglaublich. Du bist geistig unheimlich flexibel und bist also auch anatomisch so bewandert, dass du ganz genau immer gleich schon spürst, erfühlst und siehst und auch genau die Punkte drücken kannst. So ist das. Gut, da will ich dich gar nicht weiter einschränken. Also, du kannst jetzt ganz kurz da stehen. Ja. Und wir haben jetzt die Sohle. Eine Sekunde. Ich muss nur noch meinen Schutzsohle. So. Und du stehst jetzt so da, wie du da stehst. Ja. Und da gibt es was auf, dreh dich einfach mal um. So, das umdrehen. So, hier an der Seite gibt es hier einen Punkt, der heißt S1, also erster Sakralwirbel. Der tut aua. Ja. Und hier ist der zweite Sakralwirbel, der geht. Ja, ne? Erster Sakralwirbel, zweite, Entschuldigung, und hier ist der erste, der geht auch. Das heißt, hier haben wir einen Schmerz und wir müssen jetzt für den was machen, damit der Schmerz weggeht. Und da gibt es eine einfache Methode. Hier ist es der Calcaneus, also das Fersenbein. Und hier an dieser Stelle, legst du mal mit dem Fuß hoch. Richtig hoch. So, setzt du mir. Ja, setzt du richtig. Aber Moment, du hast ja noch keine Schuhe, du musst die Schuhe ausziehen. Also das ist jetzt eine spezielle Einlage, auf die er dich aufstellt, die er dann in den Schuh machen kann. Genau. Und die Einlage kann man individuell, kannst du mal kurz in die Kamera zeigen, was das für eine Einlage ist. Die kann man individuell mit so unterschiedlichen Druckknöpfen einstellen auf die persönlichen Bedürfnisse des Klienten. Ganz genau, das wird ganz genau eingestellt. Ja, ich mache seit über 20 Jahren propriozeptive Einlagen. Propriozeptiv. Und da wird eben ganz genau das so eingestellt, dass es für den Patienten optimal passt. Und jetzt ist es eben so, hier auf diesem Bereich, da sitzt jetzt der innere Malleolus. Ja, und dieser Teil, der muss jetzt angehoben werden. Und dadurch, dass die Ferse sich dann anders anhebt, dadurch verändert sich die gesamte Rotation seines Körpers. Und er wird alleine durch die Einlage, wird das sein Schulterproblem lösen und die Schmerzen am Sand? Das will ich sehen. Ja, das machen wir. So, das machen wir da ein. Genau, hier. Setz es mal auf. Okay. So, jetzt nimmst du den Fuß wieder runter. So. Okay, das reicht vollkommen.
So, stell den Fuß da drauf. Und den anderen, wo wir da haben, was ist der andere? So, den auch. Stell den auf. So. Optimal. So. Wie ist jetzt? Das tut tatsächlich nicht weh. Und eben hatte ich schon Angst, als die anderen kamen, dann, weil es so ist, es war so. Und wie ist ich habe stechende Schmerzen, ja, gar kein Problem. Weg? Wahnsinn. Ja. Ist echt weg. So, jetzt pass auf. Bleib da stehen. Jetzt haben wir vorhin eine Rotationsproblematik hier festgestellt. Und zwar konnte er den Arm so drehen und konnte ihn aber nicht weiter zurücknehmen. Jetzt nehmen wir den Arm zurück. Da schauen wir hin. Frei. Ja, und vorhin hatte ich dann hier an C1 links einen Schmerz gefühlt. Wie ist das jetzt? Es geht voll fit, ja. Also es ist besser, aber er braucht jetzt einen Vita-Chip an dieser Stelle, damit es über längere Zeit dann wieder sich ganz harmonisiert. Das heißt, der Vita-Chip ist auch fast schon in der Lage, man darf es ja gar nicht so sagen, aber das Schmerzgedächtnis dadurch die Name des Stresses so zu befreien, richtig, dass dann auch gar nicht mehr der Schmerz entsteht. Ganz genau, das ist richtig, ja. Also wenn er jetzt hier an C1 den Vita-Chip hinbekommt und hier an das rechte Iliosakralgelenk, weil er hat es dann hier am Becken, hier, hat er hier einen Schmerz rechts. Merkst du das? Links tut es nicht weh. Ja. Rechts ist es schmerzhaft, deshalb. Ja, leicht. Ja. Na, da muss der zweite Vita-Chip hin. Mhm. Das heißt, an Iliosakralgelenk rechts und erster Halswirbel links kommt jeweils ein Vita-Chip hin, dann habe ich Ruhe. Aha. Und diese Verbindung, dass genau da und dahin kommt, das ist deine jahrelange Praxis. Das ist meine Erfahrung über. Das sind Rechtshänder. Also wir haben für den Rechtshänder haben wir ein Muster. Und das ist immer so, dass beim Rechtshänder der linke C1 gestört ist und das rechte Iliosakralgelenk. Und wenn ich das eben mit dem Vita-Chip dann behandle, dann nimmt es einfach diese Spannung heraus und reduziert und geht wieder in den normalen Bereich rein. Dann probieren wir das doch gerade mal. Da haben wir schon zwei Vita-Chips vorbereitet. Einmal. Gut. Jawohl. Wir machen noch ganz kurz einen kleinen anderen Test. Ja. Beug dich mal ganz kurz nach vorne. So, da bist du jetzt hier und jetzt kommst du wieder hoch. Und jetzt zeige ich das auch. Jetzt habe ich hier den C1. So. Und den. Nochmal hin. So, wunderbar. Ja, da sind wir richtig. Gut. So, und jetzt darfst du dich nochmal davon beugen. Oh, sehe ich ja schon sogar. Ja, das ist so faszinierend. Da kann es plötzlich wieder. Ja. Aha. Und das ist so einfach. Und jetzt werden wir eben diese Einlagen in deine Schuhe kurz mal reinmachen. Und dann schauen wir uns das einfach an, wie du dann drehst du dich wieder um. Hervorragend. Das sind jetzt keine normalen Einlagen, die da immer nur Symptome bekämpfen, genau, sondern die gehen richtig an die Ursache dran. Richtig. Das spielt eigentlich gar keine Einlagen. Also, das ist einfach so, ich zeige das mal ganz kurz hier an dem, genau, Knochen, an dem Fuß. Das Problem ist, wir haben hier ein oberes Sprunggelenk. Das ist hier an diesem Knochen, die Großzehe und die zweite Zehe. Die machen das. Und die Innenbewegung, die Außenbewegung, die Supination und die Pronation, das machen die drei Zehen, 3, 4, 5. Und die sind verbunden mit der Ferse. Und wenn eben jetzt da dieses Gelenk zwischen 2 und 3, wenn da ein Problem ist, dann muss ich das da auch noch ein Vita-Chip drauf machen. Und das mache ich aber nur links, weil links hast du da ein Problem. Das ist ein rechts Fuß, aber spielt keine Rolle. Das geht einfach darum, dass das sich hier wieder bewegt. Und wenn ich da noch einen Chip drauf mache, dann bleibt es lange Zeit gut. Und dann ändert sich dann durch, du bist ja erst 19, das heißt, du wächst ja noch bis 26 und bei jedem Wachstumsschub veränderst du deine gesamte Körperposition. Ja, damit veränderst du deine Körperposition. Wie stehst du jetzt da? Irgendwie anders, es fühlt sich aufgeregter. Ja, das fühlt sich aufgeregter. Ja, du merkst es auch. Stimmt. Und ist es denn so, dass du jetzt diese Außendrehung noch brauchst oder kannst du auch aufrechter stehen? Ich kann auch aufrechter stehen. Ja, dann änderst. Wenn du es änderst, dann kannst du dich mehr aufrichten. Und wenn du dich mehr aufrichten kannst, wirst du größer. Und dadurch stimmt die Spannung von unten nach oben. Ja? Du wolltest ja noch ein bisschen wachsen, hast du mir letztens gesagt. Ja, genau. Dann kannst du das ja machen. Ja. Und ich werde dir jetzt auf den linken Fuß noch einen Vita-Chip draufsetzen, weil eben da
diese Problematik hier vorne zwischen der zweiten und dritten Zehe, da muss man immer einen Vita-Chip hin tun und dann richtet sich der Fuß auf. Okay. Und dann hast du plötzlich von links nach rechts wieder eine Normalisierung. Sehr gut. Das ist Wahnsinn. Das heißt, der Vita-Chip wird auf bestimmte Knotenpunkte, richtig, wie Meridianpunkte gerichtet. Das heißt, der Effekt zieht sich ein bisschen mehr im Körper. Hat das auch mit den Faszien zu tun oder geht es über die Meridiane, die Energiefluss? Ich würde sagen, es geht über den Energiefluss. Aber es ist auch über die Faszien. Also in dem Moment, wo die Ferse anders dasteht, verändert sich die Spannung hier auf, genau, das auf die Fibula, ne? Auf das Wadenbein und auf die Muskulatur, die hier zwischendrin läuft. Und dadurch verändert sich die Position vom Kniegelenk. Genau. Weil es ist immer so, wenn ich eine Fehlstatik habe im Fuß, dann kriege ich eine Fehlstatik, das haben wir ja nachher von dem, kannst du noch mal ganz kurz das Bild holen, das muss ich mal zeigen. Da sieht man das ganz deutlich, dass eben hier eine Fehlstatik am Kniegelenk entsteht, weil der Fuß hier nicht richtig stimmt. Und wenn ich jetzt hier da einen Chip drauf mache, dann richtet sich das sofort aus und es richtet sich sofort in der Hüfte aus und sofort im Iliosakralgelenk. Das zeige ich einfach mal. Weil es so irre, dass es sofort funktioniert. Ja, das Schöne, Leute, ihr seht, es geht hier nicht nur ein, es ist nicht nur eindimensional jetzt ein chiropraktischer Eingriff oder eine ganz normale gib mal den Einschieb, dann würde ich den mal kurz drauf. Ja, ist auch irgendwie im Energiekörper wird gearbeitet. Das wird sowohl mit neuesten Technologien, also mit dem Vita-Chip und ganz alten Heiltraditionen gearbeitet. Das ist mal wieder die Symbiose aus neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Informationsmedizin, gepaart mit ganz altertümlichem Wissen, wo die Meridianpunkte fließen und langjährige Erfahrung. Das ist einfach nur Pioniersarbeit. Er ist ein großer Avantgarde, er arbeitet erst seit wenigen Wochen mit dem Vita-Chip und ist da einer der führenden Forscher mittlerweile in Europa, weil der Vita-Chip ja noch gar nicht in diesen Einsatzbereichen zu Geltung gekommen ist. Und jetzt solche revolutionären Ansätze zu verbinden, finde ich einfach genial. Und es wird sich für euch mal lohnen, zu einem unserer Workshops zu kommen. Wir haben in Frankfurt jetzt hier unter dem Video schon den nächsten Termin. Wir haben da mehrere Termine verankert. Da könnt ihr euch einen aussuchen. Das werden erstmal eintägige Seminare sein, dann vielleicht auch zweitägige, je nachdem, wie die Resonanz ist. Fakt ist, du hast auch mit vielen großen chronischen Krankheiten, aber auch mit Sachen, die man gar nicht damit in Verbindung bringt, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder irgendwelchen Organschäden. Also ich kann eine Migräne in wenigen Minuten wegmachen. Ja. Das ist faszinierend. Ich darf inzwischen Dinge tun, die kann man nicht verstehen. Ganz genau. Ich habe ja das erzählt mit diesem Schlaganfallpatienten, der hier humpelnd hereingekommen ist, konnte sich kaum bewegen. Nach einer Stunde war der in einer Form beweglich, das kann man nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Das muss man erleben, also wie gesagt, ich bin ja gegenübergetreten, habe gleich gemerkt, aha. Das merkst du es ganz nicht. Ja, also ich meine, es ist noch Gewohnheit einfach, dass man so steht, genau, ja. Ach so, Gewohnheit. Ja. Aber es geht jetzt auch ohne Probleme, ohne dass es sich jetzt sofort unangenehm anfühlt, ja. Geht es auch so. Das ist ja. Fantastisch. Und wie lange muss er jetzt die Einlagen tragen, sein Leben lang? Nein, auf keinen Fall. Also ich würde sagen, ich gucke immer so nach 4 Wochen. Ja, also nach 4 Wochen gucke ich nochmal drauf, wie ist es denn? Dann mache ich wieder diesen Testpunkt. Wenn der nicht mehr wehtut, brauchst du es nicht mehr. Ja? Das ist eine einfache Möglichkeit. Und dann untersuche ich dich halt nochmal von Fuß bis Kopf. Ja? Und ich möchte aber jetzt noch einmal was gucken, weil du hast immer noch eine Blockade im Gesicht, das sieht man. Ja, also man sieht es nicht so sauber, oder? Ja? Aber man sieht, wenn man genau guckt, dass die Nase leicht schief ist. Und wenn man ganz genau schaut an den Augenbrauen, so Richtung, richtig, weil wenn man genau an den Augenbrauen sieht, sieht man, dass die Augenbrauen schief stehen. Sehen Sie das? Ne? Der ist ein bisschen höher. Ja, der ist ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Ja. Und wenn man hier an den Oberkiefern guckt, dann sieht man, dass der rechte Oberkiefer ist tiefer als der linke. Das heißt, der hat noch eine Fehlstellung, obwohl ich ihm das Iliosakralgelenk jetzt schon behandelt habe. Das heißt, er hat im Schädel ein Problem. Und wenn er im Schädel ein Problem hat, dann muss man ihm das auch lösen. Das ist natürlich ein Problem, dass ich da jetzt keinen Chip so ohne was draufkleben kann, weil da die Haare sind. Ne? Ach so. Das wäre natürlich am schönsten, wenn wir jetzt da einfach ein bisschen hinmachen und du hast den Chip da oben drauf. Und das ist der Punkt, ist immer dasselbe. Ja? Das ist hier oben in der Mitte von den zwei Schädelknochen, da ist in der Mitte hier ein Schmerzpunkt. Den hast du auch. Ja. Genau. Ne? Aber wir machen es trotzdem mal aus Spaß, machen wir jetzt hier mal einen Punkt drauf. Ja. Und wenn wir dann hier einen Punkt drauf machen, dann plötzlich hat sich nochmal was verändert. Also du darfst es nachher wieder runternehmen. Stopp, hat auch kein Problem damit. Wir sind so alternativ und kreativ unterwegs. Ja, ja. Vielleicht rasieren wir einfach da so ein bisschen was weg. Ja, und dann machen wir das. So, und jetzt guck mal her, jetzt haben wir schon das gemacht.
Und jetzt sieht man plötzlich, dass die Oberkiefer sind jetzt wieder gerade. Ja, das kommt mir wirklich so vor. Natürlich, das hat sich wieder ausgerichtet. Wahnsinn. Und auch hier haben wir jetzt plötzlich bei der Augenbraue wieder rechts und links die gleiche symmetrische Trennung. So schnell geht das, kann man nicht verstehen. Es ist unfassbar, Lichtgeschwindigkeit förmlich. Das ist so. Das System wiederhergestellt. Und das kann man mit diesen Beta-Chips machen, das kann man nicht erklären. Das Einzige, was ich davon weiß, ist, dass diese Vita-Chips, die haben eine elektromagnetische Strahlung. Ganz genau. Und wir sind ja elektromagnetische Wesen. Das heißt, es gibt ja, weiß man seit 1905, es gibt keine Materie, es gibt nur Energie. Und mit diesem Vita-Chip kann ich dieses Depot auffüllen und wenn es ausgeglichen ist, bin ich wieder gesund. Ganz und so funktioniert Vita-Chip. Fantastisch erklärt. Ja, also besser kann man es nicht sagen. Hervorragend. Also Leute, ihr seht, das kann euch erwarten, wenn ihr zu einer unserer Seminare kommt. Das kann euch erwarten, wenn ihr euch weiter auf diese Informationsmedizin einlasst. Und ihr seht ja, hier ist jemand, der hat wirklich Erfahrungswissen gesammelt, der hat aber auch einen sehr guten Zugang zur geistigen Welt, zu seiner Seele und hat ein genaues Bild davon, was euch fehlen kann. Also ich finde, das ist eine geniale Möglichkeit. Wir haben es geschafft, ihn in die Rekonstruierung zu holen. Guckt euch den nächsten Termin an. Das Video, selbst wenn es älter ist, schaut mal drunter, weil wir werden es jetzt regelmäßig veranstalten. Kommt zu dem Seminar, wir werden es auch wahrscheinlich in anderen Teilen Deutschland noch planen. Vielleicht auch mal eine Tour machen, dass ihr nicht durch Berlin oder Österreich oder sonst wo herfahren müsst, sondern bei euch in der Umgebung uns besuchen könnt. Wir danken euch vielmal, wir danken dir erstmal vielmal, Wolfgang, nochmal für deine Expertise, für deine Arbeit. Du bist wirklich ein großes Geistwesen und in meinen Augen ein ganz großer Heiler. Aber du bist ein unwahrscheinlich guter Fragender. Danke dir. Danke, Wolfgang. Es war echt toll mit euch beiden. Sehr wirklich gut. Toll. Ja. Wie fühlst du dich allgemein? Ja, aufgerichtet. Ja. Ausgerichtet. Ja. Ja. Ausgerichtet. Ja, ausgerichtet. Ihr wollt euch auch ausgerichtet fühlen, ihr wollt die Grundursache vieler Problematik, vieler Störungen und vieler Probleme im Energiefluss angehen, dann kommt zum Seminar hier drunter, kommt bei meiner Akademie rein, lasst uns einen Daumen hoch da, bewertet das Video, tauscht es aus, teilt das Video und am besten auch ein Abonnement da lassen. Vielen, vielen lieben Dank und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rokosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rokosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.